Es gibt so ein paar Typen von Autofahrer, die jeden nerven. Und ihr kennt die bestimmt, wenn ihr schon mal in einem Auto gesessen seid. Erster Typ von Autofahrer, total nervig. Du bist in der Zone 30 und bist am Ortsausgang und du siehst schon das Schild Zone 30 durchgestrichen, wo du dann 50 fahren darfst. Das ist nur noch vielleicht 100 Meter. Und das Auto vor dir fährt ohnehin 27. Ja, du fährst 31 oder 32, weil du weißt, es gibt so eine Messtoleranz. Fährt 27 und du wärst jetzt im Gefühl so, eigentlich kannst du jetzt langsam so optimistisch auf diese 50 zugehen. Stattdessen geht der von 27 auf 26 noch runter. Das sind oft so Familienvans mit irgendwelchen Aufklebern, mit irgendwelchen Namen hinten drauf oder so. Die sind da besonders anfällig. Entsetzt. Zweite Art von Autofahrer, die jeder schlimm findet, glaube ich. Hast du schon mal erlebt, du bist an roten Ampel. Du schaust auf die rote Ampel. Es ist orange, es ist grün. Du willst losfahren. In dem Moment, wo sie auf grün springt, hupt er hinter dir schon. Was ist falsch mit dir? Das ist nervig. Es gibt aber eine Art von Autofahrer oder zwei Arten von Autofahrer, die sind nicht nur nervig, sondern da willst du intuitiv nach deinem Revolver greifen, den du leider nicht hast. Und das ist zum Beispiel, wenn du auf einer Spur bist, auf die Autobahn, und auf der Autobahn ist Stau. Ja, sodass es sich auf der ganzen Spur auch staut, aber es gibt rechts daneben noch eine Spur. Und alle müssen sich da einfädeln und es ist halt doof, es geht langsam. So, und dann gibt es den einen Typen oder die eine, was auch immer, meistens sind es Typen, typischerweise mit irgendeinem schwarzen, ich sage nicht, welche Automarke und sowas, die an der ganzen Stauding vorbeizieht und sich dann vorne so richtig dreist reingrätscht. Kennst du dieses Gefühl, das du dann hast, wenn du diesen siehst? Ja, kennst du das Gefühl? Oder du bist auf der Überholspur, weil neben dir lauter LKWs sind. Du bist ohnehin schon mit 140 unterwegs. Dann kommt von hinten einer mit 280, blendet auf, fährt 8 cm vor deine Stoßstange und hupt. Das Gefühl, das du dann hast, ist noch mehr was anderes. Es gibt so eine Art von Mensch, die jeder unausstehlich findet. Ja, und das ist nicht nur beim Autofahren so, das gibt es auch bei Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden in der Schule. Ja, da gibt es die sind so wahnsinnig gut wegen meiner in Englisch oder in Biologie. Kein Problem, über die kann man mal ein bisschen lästern. Aber dann gibt es die eine, die von ihrem Vater immer mit dem SUV hergefahren wird und gut ist in Englisch und immer die neueste Kleidung hat und dann auch weiß, dass sie die Allercoolste ist oder er der Allercoolste. Und das ist genau der eine Typ, das gibt es dann auch an Arbeitskollegen und es gibt es an dem neuen Chef, der kommt. Es gibt eine Charaktereigenschaft, es gibt eine Wesenheit, die bewirkt, dass alle anderen sagen, ich kriege so einen Kotzkrampf, wenn ich die Person nur sehe. Alles andere verzeiht man leichter, wenn jemand mit 27 km/h durch die 30er-Zone fährt oder ein bisschen eiert, alles okay. Aber was nervt uns an diesem einen Typen, an dieser einen so sehr? Ich nenne diese Eigenschaft, über die ich heute sprechen möchte, Stolz. Damit meine ich nicht sowas wie, ja, ich bin stolz drauf, dass ich jetzt heute irgendwie was geschafft habe oder sowas, sondern ich meine was anderes und ich versuche es noch ein bisschen zu erklären. Denn Stolz ist ja was, was wir in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht so negativ sehen. Wir sagen das ja sogar, hey, du kannst stolz auf dich sein. Oder wir haben einen ganzen Monat, der ist ein Pride Month. Ich weiß, da geht es um was anderes, aber Pride ist mittlerweile positiv gedacht. Ja, show your pride. Und unsere ganzen TV-Celebrities und alles, dieser Ausdruck, hier komme ich und ich bin eigentlich total cool. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch an manche Gestalten aus der Politik, auch der internationalen Politik oder irgendwie, wenn du die Bild-Zeitung oder keine Ahnung was im Fernsehen ansiehst, diese Haltung, ich bin eigentlich der total coolste, ich bin eigentlich die allerhübscheste, oder ich habe es eigentlich total gecheckt, ist weit verbreitet. Das Erstaunliche ist nur, das wird zwar in der Kultur gefeiert, aber wenn du jemand kennst, der so drauf ist, ist es unausstehlich. Das ist genau der Autofahrer, das ist genau die neue Chefin, das ist genau der Arbeitskollege, wo alle anderen sagen, hey, der denkt, er sei hier der total Coolste und in echt ist er der totale Idiot. Das ist Stolz. Und das Interessante an Stolz ist, es ist etwas, was alle sehen, außer die betroffene Person selbst. Das ist nämlich lustig, wir selber merken das an anderen, hey, was für ein arroganter, schrecklicher Mensch ist das? Aber man selber merkt es nicht. Ich habe 4 Eigenschaften von Stolz. Der erste ist, sieht man selbst nicht. Stolz ist die negative Charaktereigenschaft, die einen zur Weißglut treibt bei jemand anderem, aber nie bei einem selbst. Fast niemand läuft rum und sagt, du, mein Problem ist, ich bin so stolz. Das sagt fast niemand, denn das zeigt, wie infiziert wir damit sind.
Ich erzähle euch in dem Vortrag von einer Krankheit, von der wir alle in unterschiedlichem Maße betroffen sind und deren Kennzeichen das ist, dass je betroffener du davon bist, desto weniger siehst du es bei dir selbst. Du siehst es vielleicht bei anderen, aber du siehst es nicht bei dir selbst. Und ich will euch versuchen zu zeigen, wie tief diese Krankheit geht, diese Krankheit eines übermäßigen Beschäftigtseins mit sich selbst, wie wenig harmlos das ist, wie tief es jede und jeden von uns einzeln betrifft, aber auch was vielleicht ein Ausweg ist. Aber erstmal müssen wir die Krankheit analysieren und anschauen und sehen, wo das Problem ist. Stolz bewirkt, ein übermäßiges, so daherkommen, bewirkt, dass du früher oder später mit dem Kopf gegen die Wand rennst. Es klappt nicht. Das ist ein Lebensmodell, das scheitern muss. Und diese ewige Weisheit, das ist wie ein kosmisches Gesetz, das wurde schon vor Hunderten von Jahren, von Tausenden von Jahren mal in der Bibel beschrieben. Da gibt es eine Stelle, da sagt der Jesus, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist ein Prinzip, das trifft zu, egal ob du zu einer Religion gehörst und was du glaubst oder nicht, es ist ein kosmisches Prinzip. Jemand, der versucht, alles nach seinem Ding zu machen, um groß rauszukommen, zu erhöhen, früher oder später klappt es nicht. Früher oder später bricht es zusammen. Und jemand, dem es nicht darum geht, selber groß rauszukommen, wird früher oder später was Positives daraus erwachsen sehen. Das ist meine These, das ist dieses Grundprinzip, aber teilweise lernen wir es nur sehr mühsam, wir brauchen lang dafür. Erste Eigenschaft ist, man sieht es selbst nicht. Dieses Prinzip, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, musste ich in relativ frühen Jahren einmal schon erleben. Das erzähle ich euch eine Geschichte, die echt peinlich ist für mich, aber die ist mir genauso passiert. Da war ich 11 oder 12 in der 5. oder 6. Klasse und es war ein Vorlesewettbewerb. Und ich war ein kleiner Streber damals. Ich war so gut, ich war gut in Lesen, schlecht in Fußball. So. Und ich habe viel gelesen und natürlich beim Vorlesewettbewerb war ich der Meinung, dass ich echt gut vorgelesen habe. Und am Schluss gab es eine Abstimmung und jeder konnte irgendwie auf dem Zettel abstimmen, wer denn am besten vorgelesen hat. Und ich habe, war eine geheime Wahl, aber ich habe natürlich abgestimmt, dass ich am besten vorgelesen habe. Das Doofe ist, aufgrund der Stimmenanzahl ist irgendwie rausgekommen, dass ich für mich selber gestimmt habe. Und in dem Moment ging durch die ganze Klasse, kennst du das, und so, ja, wie madig ist das, wenn du für dich selber abstimmst, dass du am besten vorgelesen hast. Es ist auch madig, weil es einfach nicht cool ist. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, ganz egal, wer am besten vorgelesen hat oder nicht. Allein dadurch, dass jemand kommt und sagt, nein, ich war aber der Beste, nimmt dem schon was. Und es ist was Charakteristisches, was Tragisches, dass der Typ, der denkt, er sei der absolute Tollste, wirklich von sich denkt, er sei der absolute Tollste. Und alle anderen denken sich, was bist du für ein Komischer? Stolz fühlt sich unglaublich toll an, aber hat eine wahnsinnig schreckliche Folge. Stolz macht einsam. Je höher du von dir selber denkst, desto weniger gemeinschaftsfähig bist. Und woran liegt das? Schau, es gibt ja mehrere negative Eigenschaften. Es gibt eine Eigenschaft, dass jemand es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ein bisschen rumschwindelt. Es gibt eine negative Eigenschaft, dass jemand immer an der Tanke 2 Dosen Bier mitgehen lässt. Das ist nicht gut. Was ist denn beim Stolz anders als irgendwie solche anderen Charaktereigenschaften? Eines ist anders. Bei Stolz gibt es keine Gemeinschaft. Es kann Gemeinschaft beim Bierklauen geben, weil mit meinen 2 Freunden trinke ich das Bier nachher. Ist zwar nicht ganz lauter, so. Es gibt sogar Gemeinschaft beim Lästern. Ist zwar nicht schön zu lästern oder beim Lügen, aber mit anderen zusammen. Ja. Es gibt bei allen moralisch negativen Sachen die Möglichkeit, dass man sich verbündet, beim Stolz nicht. Denn wenn du stolz auf was bist und du bist einfach, also stolz nicht im Sinne von ein Zufriedensein mit, sondern im Sinne von Überheblichkeit, dann kannst du nicht dich mit jemand anderem freuen, weil der könnte ja mehr haben als du. Die könnte ja noch schöner sein als die. Die eine in der Klasse, die denkt, sie sei die absolut Allerschönste, ist nicht fähig, zu einer anderen zu sagen, du bist auch wunderschön, denn das hieße schon, dass sie nicht mehr stolz ist. Stolz ist immer kompetitiv. Stolz ist ein ständiger Wettbewerb. Da geht es immer nur du oder ich. Und der Stolz freut sich nicht, dass ich wirklich ein schönes Haus habe, sondern ich freue mich nur daran, dass mein Haus größer ist als deins. Und sobald deins größer ist als ich, bin ich total traurig. Stolz freut sich nicht über Erfolg.
oder über ein schnelles Auto oder über das gute Essen oder das große, viele Geld, was da ist. Wenn man sich an dem freuen würde, wäre es schon viel besser. Sondern Stolz genießt nur das Gefühl, mehr zu haben oder besser auszustrahlen oder wie auch immer als die andere Person. Und deswegen ist Stolz in sich von der Definition her Feindschaft. Stolz ist unfähig zur Gemeinschaft und deswegen liegt Stolz auf der Grundlage wahrscheinlich fast jeder zerrütteten Familie, jedes Krieges zwischen Nationen, jedes Verbrechens, fast alles Übel, das es in der Welt gibt, hat irgendwas mit Stolz zu tun. Und Stolz klingt, erstmal sagt man, ja gut, der denkt ein bisschen zu hoch für sich. Nee, du musst es zu Ende denken. Was passiert, wenn das, wenn dieses Gift in uns einsickert, wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, dass das nur Wahl wird? Wir werden unfähiger, den anderen tatsächlich zu sehen für das, wer er ist oder wer sie ist. Und woran liegt das? Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die wiederum lustig und gleichzeitig peinlich, die jungen Leute würden sagen, cringe ist. Und zwar, das war bei der Antrittsvorlesung eines jungen Professors, den ich gut kenne, vor etlichen Jahren. Und ich war eingeladen zu dieser Antrittsvorlesung. Das musst du dir vorstellen, da gab es einen renommierten, bekannten Professor, der war sozusagen, der, wie nennt man das, war nicht Doktorvater, sondern schon eins weiter. Also jedenfalls, er hat das irgendwie das Projekt begleitet. Und der war total bekannt. Der hat ein wissenschaftliches Institut gegründet und eine Koryphäe in seinem Gebiet, also total, und auch schon ein älterer Herr. Und dann war jetzt dieser junge Professor Ende 20 oder so, oder Anfang 30, und an dem Abend nachher zum Italiener gegangen, alle haben den jungen Professor gefeiert. Einfach, hey cool, das ist geschafft, du hast jetzt einen Lehrstuhl und so, es war einfach nur toll. Und dann saß ich am Tisch mit dem alten, berühmten Professor und dem jungen, frisch gekürten Professor, der eigentlich noch nicht so viel wissenschaftlich geleistet hat, aber es war einfach sein Fest. Und dann sagt der junge Professor zu dem alten so, Herr Professor, ich muss ja zugeben, Sie sind der bessere Wissenschaftler, aber das eine beim Tennis habe ich Sie bislang noch immer geschlagen. Einfach so als Witz, die hatten halt Tennis zusammen gespielt. Auf einmal, der alte Professor, der seit 50 Jahren publiziert, mega bekannt ist weltweit, seine Gesichtszüge sind so runtergefallen, er hat gesagt, wie, wann hättest du mich im Tennis besiegt? Nee, das letzte Mal war unentschieden. Und das vorletzte Mal, der Ball war eigentlich im Aus. Nee, eigentlich habe da ich gewonnen. Es war total peinlich. Es war von der Situation her peinlich, was einfach nur lustig war, wenn man so beim zweiten Chianti gesessen und sowas. Und der fand es total unwitzig. Der fand es nicht originell, die Vorstellung, dass er im Tennis verloren hat. Und wie ein kleines Kind, und das was Stolz macht, dass ein 70-jähriger Mann, der eigentlich voll viel im Leben geschafft hat, aber wie ein kleines Kind, man sagt, ich hab die größere Banane und du hast das zuerst und ich habe ein besser. Und das ist traurig, aber Stolz macht dumm. Und macht sogar lächerlich. Das ist nochmal das Prinzip, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Es bricht zusammen, es macht dumm, weil der Stolze sieht nur sich selbst. Und die Wahrheit, bin aber nicht nur ich selbst, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ich will euch das mal demonstrieren und dann versuchen wir, dem auf den Grund zu gehen, was da das wirklich Dramatische ist. Schaut mal. Das ist ein Beispiel, das kommt von Viktor Frankl, einem berühmten Psychologen. Habe ich auch schon öfter gebracht, weil es einfach so gut ist. Das ist ein Auge. Ja? Und ein Auge ist dafür gemacht, dass es etwas sieht. Ja? Zum Beispiel in dem Fall die Sonne. Das Auge sieht die Sonne. Und wenn das Auge gesund ist, dann sieht das Auge die Sonne. Stolz ist, wenn das Auge was anderes tut. Und zwar, zweite Möglichkeit, ist das Auge wieder. Und das Auge beschließt jetzt zu sagen, weißt du was, Sonne ist mir egal, Sonnenuntergang und Sternenhimmel, ist alles egal. Das Interessanteste, das Schönste, was es eigentlich zum Sehen gibt, bin doch ich selbst. Das ist doch das Auge. Ich schaue einfach mich selbst an. Es ist interessant, das beste Symbol für den Stolz ist der Spiegel. Das Auge schaut sich selbst an. Und Viktor Frankl sagte so schön, ein Auge, das sich selbst sieht, ist aber krank. Wenn du irgendwas siehst in deinem Blickfeld rechts oben von deinem Auge, heißt es, dass du eine Linsentrübung hast. Ein gesundes Auge sieht sich selbst eben nicht.
Und das ist philosophisch ganz tief. Wir sind als Menschen hingeordnet auf andere und auf die Welt und im Letzten sogar auf Gott. Und es geht was in uns kaputt, es ist was verdreht in uns, wenn wir in erster Linie uns selber anschauen und wie ich jetzt eigentlich bin, ist eigentlich gut, bin ich eigentlich schlecht, aha, und das ist auch wahnsinnig interessant, das ist auch interessant an mir. Und hier muss ich schauen, wie ich groß rauskomme. Das ist ein Kennzeichen davon, dass unser Auge, unser inneres Auge krank geworden ist und die Fähigkeit verloren hat, auf etwas Größeres zu sehen als sich selbst. Das ist ein bisschen die philosophische Erklärung von dem, was ich gerade erzählt habe mit dem Professor. Der war nur damit beschäftigt, darüber nachzudenken, bin ich jetzt der bessere Tennisspieler? Es war völlig egal. An dem Abend ging es um diese andere Person. Aber er war unfähig, die andere Person zu sehen. Und das ist das, was Stolz macht. Und das ist der Grund, warum stolze Menschen auch nicht beten können. Und warum stolze Menschen auch nicht glauben können. Denn dafür müssten sie ja was Größeres sehen als sie selbst. Der Stolze blickt auf alle herab, Gott ist aber über ihm. Und nach oben blicken kann er nicht, dafür müsste er von sich selber wegblicken. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, das ist ein hartes Urteil. Aber ich glaube, dass Stolz einer der Hauptgründe ist, warum Menschen nicht an Gott glauben. Denn da müsste es ja was Größeres geben als sie. Ausgesprochen haben das nur wenige. Einer war mal so ehrlich. Das ist Friedrich Nietzsche. Der hat gesagt, wenn es Gott gäbe, wie könnte ich denn ertragen, nicht Gott zu sein? Er war wenigstens ehrlich genug. Ein moderner zeitgenössischer Philosoph, Thomas Nagel, hat in dem ganz, wirklich ganz interessanten Buch Geist und Kosmos, schreibt er nur, er glaubt nicht an Gott und seine ganzen atheistischen Kollegen auch nicht, aber er nimmt bei sich selber den Wunsch wahr, dass es keinen Gott gibt. Er will nicht, dass es einen gibt. Und er schreibt so ehrlich in dem Buch und er fragt sich, woher dieser Wunsch kommt. Ja, da kann man sich wirklich mal fragen, woher dieser Wunsch kommt. Vielleicht gibt es in uns einen Wunsch, dass ich halt dann doch das Maß aller Dinge bin. Und das ist die Definition von Stolz. Ein Mensch, der nicht die Wahrheit zum Maß aller Dinge nimmt, sondern sich selbst. Der die Welt nicht danach bewertet, was wirklich gut ist, was wirklich wahr ist, sondern nach dem, ob es ihm selber nutzt. Was es mit ihm macht. Ob es ihm nutzt. Ob es ihn weiterbringt in der Verfolgung seiner eigenen Ziele. Und jetzt wird es wirklich bitter. Das macht er auch mit anderen Menschen. Ob andere Menschen ihr oder ihm nützen oder nicht. Und in Kram passen oder nicht. Und deshalb ist Stolz nicht nur was, was dumm macht oder einsam macht, sondern Stolz macht sogar böse. Stolz macht abgrundtief böse, weil der Stolze, und jeder von uns ist auch betroffen, nicht wirklich den anderen im Sinn hat, sondern andere manipuliert und missbraucht und einbaut in die anderen Absichten. Es gibt einen englischen Essayisten, den ich total toll finde, G.K. Chesterton, der ist etwa vor 100 Jahren gelebt in England und der schreibt mal in einem ganz suffisanten Essay, und sagt, stell mir vor, du würdest in irgendein Wirtshaus gehen und würdest irgendwelchen netten Gentleman ein paar Zigarren und einen Schnaps ausgeben und dann so in einem lockeren Gespräch sagen, ja, wisst ihr übrigens, die christlichen Theologen und die jüdischen Theologen sind ja der Meinung, dass Stolz die größte aller Sünden ist und dass der Stolz der Grund ist, warum der Teufel sich gegen Gott erhoben hat. Und er hat so gesagt, okay, alle würden irgendwie lachen oder noch ein zweites Bier trinken. Wovon spricht der Typ? Und sagt dann, nee, bleib einfach mal länger sitzen und hör den Leuten zu, wie sie über andere Leute sprechen. Und sie würden letztendlich durch das, was sie dir sagen, dir recht geben. Denn dann würden sie vielleicht erzählen, dass es den einen Typen gibt, naja, der ist ein bisschen locker mit den Frauen, der ist nicht ganz treu, aber sie können ein bisschen drüber lächeln. Aber da gibt es einen anderen Typen von Mann und das ist der, der fremd geht und mit Frauen spielt, aber stolz drauf ist. Und den hasst jeder, weil jeder weiß, der ist eigentlich ein A. Der ist eigentlich ja? Und dann gibt es den einen Typen, wo jeder so ein bisschen weiß, ja, der ist ein bisschen geizig, der ist ein bisschen knausrig, über den kann man lächeln. Aber dann gibt es Leute, die sind stolz auf ihren Geiz. Und das ist nicht toll. Dann gibt es Leute, die sind ein bisschen eingebildet, aber es gibt Leute, die sind stolz drauf, eingebildet zu sein. Und die sind das mit großem Genuss. Und Chesterton sagt, hört den Leuten in der Kneipe zu mit ihren Zigarren und dem Bier. Wenn sie reden über diese eine Person, liegt auf einmal was Kaltes in der Luft. Das Böse ist das eine, aber wenn einer stolz ist, Chesterton sagt so, es liegt,
es liegt eine Kälte in der Luft, als ginge es mit dem Teufel zu. Und Justin sagt, genau, denn Stolz ist die Sünde des Teufels. Und über dieses sehr, sehr, sehr Eigenartige übrigens, komplett unabhängig davon, ob du an sowas glaubst und das wörtlich siehst oder nicht, über diese Vorstellung, dass Stolz was abgrundtief Böses ist, über das möchte ich mit euch jetzt nachdenken. Ich habe gesagt, dass Stolz die Unfähigkeit ist, wirklich etwas anderes zu sehen. Und Chesterton schreibt so schön, hey, lieber besauf dich und hab Freude an Wein oder kauf dir was und verprass dein Geld und freu dich am Geld ausgeben. Freu dich wenigstens an irgendwas. Der Stolze freut sich an gar nichts außer an sich selbst. Und das ist das Schlimmste. Lieber raub eine Bank aus, dann hast du, na, so ist keine Bank, also, aber es ist alles noch weniger unmenschlich als das reine, ich bin mir selbst genug. Niemand kann mir was. Ich bin umgeben von einem Kabinett von Spiegeln. Das wird eiskalt. Und das ist erstaunlicherweise genau die Geschichte, die erzählt wird im Alten Testament vom König von Tyrus. Das wird ein bisschen eigenartig, das König von Tyrus. Erstmal, Tyrus, das ist im Süden vom Libanon heute. Ich war schon mal dort. Das ist eine antike Stadt, die tatsächlich bei den Phöniziern schon, nicht 2000 vor Christus oder sowas, auf jeden Fall 1000 vor Christus, eine wichtige Handelsstadt war und total reich war, hauptsächlich mit dem Handel von Purpurschnecken. Da hat man also damit so roten Stoff hergestellt. Und dann gibt es ja im Alten Testament gibt's prophetische Bücher, also Bücher, wo Männer überwiegend schreiben Texte, die sie empfangen haben oder wo sie praktisch Gottes Perspektive auf die Welt aufzeigen. Und nicht selten gehen die Texte darum, dass irgendein König oder irgendjemand, der besonders toll ist, eigentlich in Gottes Augen nicht so toll ist. Das ist so ein wiederkehrendes Thema, dass das, was äußerlich großartig aussieht, in echt nicht so toll ist. Und so ähnlich geht es bei dieser Geschichte. Und da sagt eben Gott zum Fürsten von Tyrus, dem Chef von dieser reichen Handelsstadt in Phönizien, im heutigen Südlibanon. Dein Herz war stolz und du sagtest, ich bin ein Gott. Einen Wohnsitz für Götter bewohne ich mitten im Meer. Doch du bist nur ein Mensch und kein Gott, obwohl du im Herzen geglaubt hast, dass du wie Gott bist. Das ist im Letzten die Essenz von Stolz. Es gibt ja so lustige Witze, die ich noch aus Uni-Zeiten kenne. Ja? Das erinnert mich an die Geschichte mit dem Professor. Wir haben so Witze erzählt wie, was der Unterschied zwischen einem deutschen Professor und Gott? Gott denkt nicht, er sei ein deutscher Professor. Ja, ist ganz lustig. Die Essenz, ich bin selber das Maß aller Dinge, ist die Essenz von Stolz. Und jetzt geht es aber weiter, jetzt wird es noch heftiger, denn ein paar Verse weiter heißt es, und sag jetzt etwas über den König von Tyrus. Sagst du, warte mal, wir hatten es zum Fürst von Tyrus. Also der Fürst ist schon der oberste politische Chef von Tyrus. Und jetzt heißt es, Menschensohn, das stimmt nicht, Vers 2, das ist ein bisschen später. Menschensohn, stimm die Totenklage an über den König von Tyrus und sag zu ihm, so spricht Gott der Herr, du warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voll Weisheit und voll vollkommener Schönheit. Und dann geht es weiter und wird auf einmal erzählt, du gingst am Berg Gottes einher, du warst ein Cherub ist ein Engel, mitten in Eden war dein Wohnsitz, musst du mal lesen, Ezechiel 28, abgefahren, Herrlichkeiten werden da beschrieben, Gold und Edelsteine und so, und du warst ein vollendetes Siegel, voll Weisheit und vollkommener Schönheit, wird hier beschrieben. Und dann ein paar Verse weiter heißt es, doch hochmütig warst du geworden, weil du so schön warst. Du hast deine Weisheit vernichtet, verblendet vom strahlenden Glanz. Ihr Lieben, ob du das wörtlich nimmst und glaubst oder nicht, das ist die alttestamentliche, natürlich bildhafte Erzählung von dem, was der Teufel ist. Der Teufel ist in der biblischen Vorstellung nicht einer mit einem Dreizack, der irgendwie mit Ruß verschmierten Gesicht, sondern es ist der personifizierte Stolz. Und natürlich gibt es so lustige Abbildungen so in der Literatur, ja, von Luzifer, der Engel war, und da wird er in die Hölle runtergestoßen. So, da gibt es natürlich lustige, auch sehr teilweise
anrührende oder auch naive Vorstellungen. Aber was in dieser Stelle, die wir gerade angeschaut haben, gesagt hat, ist, du warst einfach so schön und so großartig, dass du dir gedacht hast, hey, eigentlich bin ich wie Gott. Eigentlich brauche ich diesen Gott überhaupt nicht mehr. Ich kann mich genauso selber anschauen. Hier wird gesagt, das ist die Essenz von dem, was passiert ist. Und sind wir mal ehrlich, es ist eine Essenz, es ist eine Tendenz, die es in jedem Menschen auch gibt. Und sie wird hier bezeichnet in der Bibel als dämonisch, als teuflisch, als böse, als abgrundtief. Und zwar als der Kern des Bösen. Stolz macht böse. Wenn du die größten und bösesten Menschen, also die größten Verbrecher meine ich, die bösesten Menschen der Geschichte studierst, die Stalins und Hitlers dieser Welt, sie waren nicht einfach nur grausam, sie waren abgrundtief stolz. Es ging ihnen wirklich am Schluss gar nicht mehr um das deutsche Volk oder um alles egal. Es ging ihnen wirklich um ihren eigenen selbstverliebten Wahn. Und was so harmlos anfängt wie, ja gut, ist ein bisschen eitel, ja, es ist schon so, ist ein Wurm, der reinfrisst in uns und der alles andere als unschuldig ist. Es ist nicht unschuldig. Und weil wir aber nicht eines Morgens aufwachen und uns fühlen wie Josef Stalin oder Adolf Hitler, sondern einfach unser Leben ganz normal vor uns hinleben, das ist ja auch in Ordnung, sonst wäre es ja auch irgendwann sehr anstrengend, möchte ich euch sieben Kennzeichen des Stolzes im Vorbeigehen nennen, in denen wir uns vielleicht wiedererkennen, weil es eher alltägliche Dinge sind, aber die, wenn du bei Licht betrachtest, gar nicht so harmlos sind. Einfach nur. Sieben. Erste Kennzeichen des Stolzes ist, andere sind schuld. Was der Stolz in uns nie sagen kann, ist, ich übernehme Verantwortung, es ist mein Ding. Ja? Der Stolze hat ständig Groll über alles und jeden. Über meine 14 Ex-Frauen und über die Politiker und über die Nachbarn und über meinen Ex-Chef und meinen Vor-Ex-Chef und die waren alles nur Idioten. Und auf die Idee, dass von den 14 Ex-Frauen vielleicht das jeweils an mir lag, weil ich das einzige Kontinuum bin in diesen 15 Ehen, auf die Idee kommt der Stolze nicht, denn andere sind schuld, aber nicht ich. Aus dem Mund eines stolzen Menschen hörst du nie, Mist, ich hab's verbockt, ich übernehme Verantwortung dafür. Das hörst du nicht. Du hörst aber auch nicht das Positive, ein Stolzer kann nicht schwärmen. Schwärmen bedeutet, überzugehen vor Begeisterung für etwas. Wenn du schwärmst, wenn du etwas lobst, etwas, in etwas aufgehst, dann bist du eben nicht bei dir selbst. Der Stolze kann gut kritisieren, aber kann nicht einfach nur loben. Er kann nicht überfließen von Schwärmen. Und es ist total schade. Kennzeichen des Stolzes, und jetzt sind wir schon bald sehr, glaube ich, alle betroffen. Lieber reden als zuhören. Das Zuhören können ist eine der wichtigsten Übungen von dem Gegenteil von Stolz, das heißt Demut. Zuhören können bedeutet nämlich, genau wie das Auge hier, was wir gesehen haben, zuhören heißt, ich bleibe nicht bei meinem eigenen Ding. Wir hören uns alle gerne reden. Das ist immer total interessant, was ich zu sagen habe. Nur die anderen Leute reden immer so langsam und so langweilig. Ja. Das erfordert ein Abschied von meinem selbstverliebten Ego. Ist nicht so leicht für uns. Lieber reden als zuhören ist ein Kennzeichen von Stolz. Und natürlich, ein Kennzeichen des Stolzes ist Kritik abschmettern. Na, niemand von uns liebt Kritik zu bekommen. Ne? Das macht keinem Spaß. Ein nicht stolzer Umgang damit ist einer wie, okay, Schluck, tut weh zu hören, aber ich denke drüber nach. Du musst nicht applaudieren, wenn dich jemand kritisiert. Aber der Stolz schmettert es ab. Wie kannst du es nur wagen? Schau doch erst mal dich an. Und ich weiß, das habe ich mir schon immer gedacht. Die Unfähigkeit, Kritik überhaupt anzuhören. Und natürlich, wenn jemand dann es doch wagt, irgendwas falsch zu sagen oder zu kritisieren, der Stolze ist gerne beleidigt. Er ist gerne gekränkt. Und auch hier wieder, ich bin jetzt vorher, als ich hierher geradelt bin,
bin ich an so einer Kreuzung, ist ein anderer Radfahrer vorbei und ich habe ein bisschen zu spät gebremst, sodass er mir da ausweichen musste. Und wie ja unsere netten Leute im Straßenverkehr sind, hat er angefangen, mir irgendein Schimpfwort nachzurufen. Und ich habe gemerkt, wie mir die Galle aufstieg. Ich beleidigt war. Die Wahrheit ist, es war wirklich mein Fehler. Ich finde es nicht cool, dass er so schlecht damit umgegangen ist, aber dieses Beleidigtsein zeigt erstmal, wie wichtig es uns ist, gesehen zu werden und geachtet zu werden und geehrt zu werden. Und ihr Lieben, das ist ja ein Stück weit normal. Aber es ist auch ein Stück weit normal, dass dir halt mal jemand blöd kommt und dass dich mal jemand im Verkehr oder sonst irgendwie blöd behandelt. Das ist halt so. Aber der Stolze nimmt jede Kränkung unfassbar bitter und tödlich und unversöhnlich. Und das ist alles gleich wahnsinnig persönlich. Aber andersrum, der sechste Punkt, auf den bin ich erst vor kurzem gekommen, der sieht harmlos aus, ist aber nicht harmlos. Ich mag ja Taylor Swift recht gern. Da gibt es ja das tolle Lied, I'm just gonna shake it off, ja, wo sie so sagt, irgendwie, wenn jemand dich kritisiert und sowas, ich schüttle es einfach ab. Ein Stück weit dran ist cool, so im Sinne von, zieh dir nicht die Meinung von allen Leuten rein, lass die Leute reden, haben die Ärzte auch mal gesungen, lass die Leute reden und hör einfach nicht hin und so. Und da ist eine Teilwahrheit drin. Die Teilwahrheit ist, mach dich nicht abhängig vom Urteil anderer. Aber wenn du jede Bewertung durch andere ablehnst, bist du unfassbar stolz. Also ich bin mal zum Beispiel einem 20-jährigen jungen Mann begegnet, der gesagt hat, er will Profimusiker werden. Dann habe ich ihm gesagt, okay, welche Ausbildung hast du studiert? Ja, nee, das habe ich mir selber beigebracht. Ich, okay. Und du bist aber der Meinung, dass du ziemlich gut bist, oder? Ja, auf jeden Fall, ich werde das online stellen und dann wird es durch die Decke gehen. Habe ich gesagt, hast du schon mal was online gestellt? Ich gesagt, ja. Ich gesagt, wie viele Klicks hast du? Ja, 180. Sag ich, aha. Habe ich gesagt, bist du nicht der Meinung, dass du, also ich meine, wenn du 180.000 hättest und sowas anderes, aber bist du nicht der Meinung, dass du vielleicht dann nochmal Coaching brauchst? Nee, ich weiß, also das ist das, was ich meine. Und es gibt Leute, die so davon überzeugt sind, dass sie selber wissen, dass sie über das Urteil jedes anderen Menschen sich erhaben fühlen. Sie schmettern das einfach ab. Sie fragen nicht mehr nach Bewertung. Und ihr Lieben, das ist leider eine Kehrseite von diesem Selbstwertgefühl-Stärkungszeug. Das wir auch viel in der Erziehung jetzt unseren Kindern oft schon mitgeben. Du bist was Tolles, egal ob das andere in dir auch sehen. Du bist ein Geschenk an die Menschheit. Das stimmt. Aber du bist ein Geschenk an die Menschheit, das manchmal an ein paar Stellen trotzdem noch geschliffen werden muss. Das ist ein normaler Prozess. Und das erleben manche schon als Angriff auf die Persönlichkeit. Dass überhaupt jemand zum Beispiel sagt, ja nee, also Kunstunterricht, da gibt es dann Noten auf die Bilder. Wie kannst du es wagen? Das ist das Bild meiner Tochter oder meines Sohnes. Das ist der Ausdruck seiner oder ihrer Persönlichkeit. Ja, auch, aber da ist noch Luft nach oben in der Entwicklung. Und das kann ein stolzer Mensch nicht ertragen, denn ein stolzer Mensch muss immer Bewertung von vornherein ablehnen. Und ein letztes, was ein stolzer Mensch nicht kann. Ein stolzer Mensch kann nicht knien. Ein stolzer Mensch sieht nichts Größeres über sich. Und ihr Lieben, ihr seht, wie traurig so ein Lebensstil ist und wie vertraut er uns trotzdem ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du dann raus? Oder wie kommen wir raus? Und die schlechte Nachricht vorweg, nicht von alleine, das geht nicht von alleine weg. Alles, zumindest jetzt, ich kenne mich nicht so genau aus mit anderen Philosophien und Religionen, aber im Christentum oder in der Bibel, die Bibel ist extrem klar über das Thema Stolz, von vorne bis hinten. Und die Antwort, die gegeben wird, erklär diesem Ding den Krieg. Es ist absolut tödlich, es ist Gift für dein Herz. Du kannst da keinen Frieden damit schließen und es hat nichts zu tun mit gesunder Selbstannahme. Das ist was anderes, über das komme ich nachher drauf. Diese Tendenz in uns, uns zu überhöhen, uns für was Besseres zu halten, die ist in jedem von uns drin. In jedem von uns drin. Wir lesen zum Beispiel in einem dieser frühen neutestamentlichen Briefe, Jakobusbrief, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wir haben ja vorher diese Aussage gehört, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Was hier nochmal deutlich gesagt wird, ist, demütigt ihr euch. Das heißt, es ist was ich aktiv tun muss. Sei aktiv bereit,
den zweiten Platz einzunehmen. Sei aktiv bereit, auf irgendwas zu verzichten, was dir zustehen würde. Geh aktiv dagegen vor, das Ding in dir zu züchten. Ich spreche alles von dem zu mir selber. Ich bin komplett in all dem betroffen. Aber wir müssen es mit einer Realität sehen. Du kannst nicht Liebe und Herzlichkeit und all diese guten Dinge, die du in deinem Leben hast, gleichzeitig kultivieren mit Überheblichkeit. Es geht nicht beides gleichzeitig. Das Schöne ist, es gibt nicht nur Stolz, sondern es gibt auch die gegenteilige Tugend, die man heute gar nicht mehr so oft hört oder die heute nicht oft als Tugend beschrieben wird. Und das ist die Tugend der Demut. Also Demut hört sich ganz eigenartig an im Deutschen. Jemand ist demütig. Also weiß ich nicht, das ist vielleicht irgendwie so, der lässt alles mit sich machen oder das ist so eine kleine graue Maus. Demut ist was unfassbar Schönes, weil es das Gegenteil von all dem ist. Demut muss eben Kritik nicht abschmettern, sondern Demut ist Belehrbarkeit. Demut sagt, ich will hören. Ich gebe euch kurz im Vorbeigehen, ich schreibe es jetzt nicht hin, weil man kann sich es auch leicht merken, 7 Kennzeichen von Demut ist belehrbar. Zweitens, Demut ist bereit zu dienen. Daher kommt das Wort auch im Mittelhochdeutsch. Dirne Murte, die Gesinnung zu dienen. Demut ist fähig, was zu geben, auch wenn es vielleicht mir nicht so in Kram passt. Das heißt, zu dienen, jemand anderen höher zu achten. Demut ist fähig, andere zu ehren. Das ist das, was er nicht kann. Der kann nicht schwärmen. Demut schon. Demut kann jemand anderen in den Mittelpunkt stellen und ihn ehren. Demut ist dankbar. Stolz kann nicht dankbar sein, weil eigentlich verdiene ich eh alles. Die Demut ist dankbar. Die Demut hört zu. Die Demut ist vergebensbereit. Und die Demut fördert andere. Das sind meine 7 Kennzeichen. Weißt du, was kein Kennzeichen von Demut ist? Schlecht über sich selbst denken. Das denken manche. Manche denken, Demut ist, ich bin ein edler Tropf und ich bin schlecht. Nein, nein. Demut heißt nicht, dass du schlecht über dich denkst. Demut heißt, dass du überhaupt nicht so viel über dich denkst. Weder Gutes noch Schlechtes. Weil du beschäftigt bist, dich zu freuen. An der schönen Welt und an Gott und an deinen Kindern oder an dem Glas Weißwein, das du trinkst. Du freust dich. Die Demut ist die Freude. Die Demut gibt dir das, was der Stolz verspricht, aber nie bringt. Ich hätte den Vortrag auch nennen können, die Kunst, Freunde zu finden. Denn jemand, der dankbar ist, jemand, der andere ehrt, jemand, der bereit ist, einfach mal zu vergeben und nicht alles bitter zu nehmen, wer fähig ist, jemand anderen zu fördern, wer will denn nicht in dessen Gegenwart sein? Schaut mal, dieses Prinzip, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht, ist ein Grundprinzip. Einmal mehr, egal ob du an irgendwas glaubst oder an gar nichts glaubst. Es ist der Weg zum Erfolg. Es ist der Weg zur Freundschaft, weil es ein Wohlgeruch auf der Herzensebene ist. Wenn jemand diese 7 Eigenschaften hat, wenn er belehrbar ist, das heißt, jemand lässt sich was sagen, wenn jemand bereit ist zu dienen, einfach mal was zu machen, auch wenn es nicht cool ist, wenn er bereit ist, andere zu ehren, nicht nur sich selbst, sondern andere positiv zu hervorzuheben, wenn er dankbar sein kann, wenn man zuhören kann, nicht nur labern die ganze Zeit, wenn man vergebungsbereit ist und wenn man andere fördert, das ist Demut. Worüber ich im Rahmen dieses Vortrags nicht sprechen kann oder nur im Vorbeigehen, weil mir da die Expertise fehlt, sind die tieferen Gründe von Stolz. Und Menschen, die krankhaft stolz sind, die nennt man Narzissten. Narzissten, das kommt von der griechischen Sage von Narzissus. Der war ganz schön, aber die Welt hat ihm nicht gefallen. Es war ihm nicht schön genug. Bis er eines Tages in einen Teich geblickt hat und endlich was gesehen hat, was er schön genug fand. Sein eigenes Spiegelbild. Und er hat sich verliebt in dieses Spiegelbild. Es geht dann ganz schlecht aus mit dem Narzissmus. Ist nicht so besonders toll, aber daher kommt das Wort. Und Narzissmus übrigens, wenn das Thema dich interessiert, ein Buch gelesen dazu, das ich total empfehlen kann. Das ist ein Psychologe. Ich bin kein Psychologe, deswegen kann ich an der Stelle nur darauf verweisen, es gibt sehr gute Vorträge dazu im Internet oder auch dieses Buch Narzissmus, das innere Gefängnis von Heinz-Peter Röhr.
Und was er beschreibt, das ist ganz tragisch. Er bringt dieses Märchen als Beispiel von den Gebrüdern Grimm, von einem Königssohn, der von einer bösen Hexe verwunschen wurde. Und er wurde verwunschen, dass er in einem Eisenofen sitzen muss, mitten im Wald. Und der Hans-Peter Röhr deutet dieses Gleichnis oder dieses Märchen als das, was mit Menschen passiert, die narzisstisch sind. Eine narzisstische Störung heißt ein Mensch, der krankhaft stolz ist, der wirklich besessen ist vom Denken an sich und von seiner eigenen Großartigkeit, obwohl er überhaupt nicht großartig ist. Der klassische, krasse Narzissmus kommt bei Männern viel häufiger vor als bei Frauen. Es gibt auch weiblichen Narzissmus, der ist ein bisschen verdeckter. Wenn dich das Thema interessiert, empfehle ich dir wirklich, es gibt in YouTube ein paar gute Vorträge und auch dieses Buch ist gut, aber die Geschichte, wenn ich dieser psychologischen Deutung glauben kann, und die scheint mir sehr plausibel zu sein, die ist so, in jedem von uns gibt es einen einfachen kleinen Menschen und der ist liebenswert und schutzbedürftig, aber halt auch verletzlich und auch verletzt. Und keiner von uns wurde auf vollkommene Weise geliebt. Und was er beschreibt in seinem Buch ist, jetzt gab es aber jemanden, also in der Geschichte ist es die Hexe, die hat den verwünscht. Das heißt, er hatte einen Wunsch auf diese Person drauf. Und er sagt, Narzissmus entsteht, wenn die Eltern klassischerweise oft ist es, wenn der Mann narzisstisch wird, ist oft die Mutter, die diesen Menschen überhöht. Weil die hat so ihren bewundernden Blick und die wünscht sich was. Du bist mein Allertollster. Ja, vielleicht auch ein bisschen Partnerersatz, weil der Mann ist immer nicht da und so. Und es ist aber nicht wirklich Liebe, sondern es ist Verherrlichung. Narzisstische, stolze Menschen sagen nicht selten, meine Kindheit war wunderbar. Ich war der Sonnenschein meiner Familie. Und irgendwann entsteht aus diesem Schein-Ding entsteht ein falsches Ich. So ein grandioses, herrliches Ich. Es ist so, ich bin strahlend. Ich habe das immer gelernt, dass ich strahlend bin und dass die Welt mir zu Füßen liegt. Und das Schlimme, was hier passiert, so nennt der Hans-Peter Röhr das zumindest, ist, dass dadurch wie ein Panzer entsteht, wie ein Eisenofen. Ein Panzer von Unberührbarkeit. Ich brauche niemanden. Ich bin mir selbst genug. Und wenn irgendwelche Menschen kommen, dann halte ich die auf Abstand. Also entweder ich muss abchecken, nützen die mir oder nützen die mir nicht. Aber schau mal, weißt du, was durch Stolz passiert? Du wirst einsam. Eine echte Berührung, die findet nicht statt, weil ich bin ja in diesem überheblichen, großartigen Irgendwas-Ich. Die narzisstischen, stolzen Menschen sind die ärmsten Leute, weil sie es selber nicht sehen. Und weil sie nicht sagen, ich bin bedürftig und mir geht es nicht gut und eigentlich sehne ich mich nach Nähe, sondern die anderen sind ja schuld. Und ich mache es ja richtig. Es ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefängnis. Es sind Leute, die ständig nach Bestätigung für dieses grandiose Über-Ich suchen, die bei Kränkungen ausrasten, denen kein Partner gut genug ist und die eigentlich tief drin so verhungert sind nach Nähe und Liebe. Weil das, was sie bekommen haben, war zwar Förderung und Verherrlichung und vielleicht alle möglichen Spielsachen, aber nicht wirklich Liebe. Nicht wirklich Liebe. Und das tut mir wirklich weh. Ich kann nicht in so einem Vortrag aufzeigen, wie man da wirklich rauskommt. Dafür fehlt mir wirklich auch die psychologische Expertise. Aber für mich ist es wichtig oder für uns wichtig zu verstehen, alle Menschen kommen auf die Welt mit einer großen Liebesbedürftigkeit. Und nur wenn die nicht gestillt wird, und sie wird bei keinem von uns perfekt gestillt, ne, dann werden wir komisch, dann bauen wir irgendwelche Konstrukte auf und bauen wir so ein falsches Selbst oder irgendwas auf. So kommt es. Und am ehesten würde ein Mensch rauskommen aus dem Ding, wenn er anerkennen würde, wie machtlos er oder sie tief drin eigentlich ist. Ganz kurz zu dem Sie noch.
Bei Männern ist es wohl, wenn ich es richtig verstehe aus der Literatur, statistisch öfter so, dass die in dieses krasse, überhebliche reingehen. Bei Frauen ist der Narzissmus oft so, dass sie ihren Partner glorifizieren und überhöhen und eigentlich so wie beziehungssüchtig werden. Aber studiere das nochmal selber. Aber auch so ein Ding, es ist dann nie genug. Auch kein Partner ist genug. Und tief drin kann ich nicht bei mir zur Ruhe kommen, weil ich gar nicht weiß, wer ich bin, weil ich ein falsches Selbst aufgebaut habe. Und bei Frauen ist es oft eher das falsche Selbst in allen möglichen Beziehungen. Bei Männern ist es öfter noch das falsche Selbst wirklich in, ich bin eigentlich der Coolste. Und beides ist eine tiefe, ein tiefer Schmerz. Ja? Also das Anerkennen von Machtlosigkeit. Und im Letzten wäre es die Frage, ja, wer wäre ich denn ohne diese Anerkennung? Ja, wenn jemand diese Anerkennung nicht bekommt, weil er das mal fasten würde, wenn er sagen würde, okay, ich gehe mal ein paar Tage in die Stille, ich verzichte mal auf diese glorreiche Anerkennung, so, dann würden schnell tiefere Sachen von innen kommen, wo man merken würde, okay, da ist halt auch wirklich viel Schmerz. Und früher oder später würde vielleicht eine Trauer einsetzen, wo einer erkennen würde, schau, in all dieser Herrlichkeit und gefördert worden und solch, war ich tief drin doch einsam und ich bin gar nicht so geliebt worden, wie ich gedacht hätte. Und dieser Schmerz könnte dann vielleicht ein Türöffner sein zu einer Heilung. Ja, so ein kleiner Ausflug in die Psychologie. Das Schlimme ist tatsächlich, unsere ganze Gesellschaft fördert ja das Entstehen von falschen Selbsten. Total. Also unsere Gesellschaft fördert das, dass du einfach zu viel arbeitest und Geld verdienst und nur um was darzustellen, auch wenn du am Schluss einsam bist. Ja? Unsere Gesellschaft verherrlicht das, wenn du dich über Besitz und Status und was du alles darstellst definierst, auch wenn am Schluss dich keiner kennt, keiner dir nahe ist, du dich selber nicht kennst, du dich selber am Letzten verlierst. Was für ein Betrug. So ein Turmbau zu Babel aus Stolz und Äußerlichkeit. Und was für unfassbare Geschichte, die wir lesen, was sich Gott als Rettungsplan hat einfallen lassen, in diese menschliche Geschichte zu kommen. Und das ist mir auch ganz neu erst bewusst geworden, so in der christlichen Erzählung geht ja Gott komplett den anderen Weg. Also so der menschliche Weg so, ja, ich bin ja arm und gar nichts, ne, und deswegen muss ich irgendwie grandios was darstellen, auch wenn das mich immer kälter und immer unnahbarer macht. In der Bibel wird komplett die andere Geschichte erzählt. Und da wird erzählt, zum Beispiel im Philipperbrief Kapitel 2, das ist so eine der ganz, ganz frühen altchristlichen Lieder oder Hymnen, da heißt es, Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Sondern erniedrigte sich, er machte sich leer und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Und in diesem Abstieg von Jesus nimmt er sogar alle unsere verletzten und traurigen und einsamen Anteile rein und wird ganz klein, er wird Kind. Das ist diese Bewegung. Wenn das stimmt, was das Christentum lehrt, dann hat die Demut die Welt erlöst. Natürlich auch die Liebe, aber die Liebe ist demütig. Und wenn das stimmt, dass es einen gab, der Gott war, aber freiwillig Mensch wurde und Sklave wurde, das ist das Gegenteil von dem, was wir vorher gehört haben vom König von Tyros, ne? Und wie die ganze Menschheitsgeschichte ist. Und es ist so unglaublich, was uns, die wir diesem Jesus folgen, dann als Handlungsoption angeboten wird. Zum Beispiel hier, das ist in einem dieser Briefe, die Paulus geschrieben hat. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen, darum bekleidet euch mit aufrichtigen Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Hier wird nicht gesagt, du bist ein Nichtsnutz, ein Sünderschwein, deswegen bildet dir auch nichts ein, du bist ja gar nichts,
so wie manche Leute denken, dass Demut sei, und sie ist nicht so. Sondern hier wird gesagt, du bist doch geliebt. Ihr seid von Gott. Hey, von Gott geliebt ist ziemlich krass. Ich meine, der ist der Chef des Universums. Wenn der dich liebt, hast du sehr gute Karten. Paulus sagt, du bist doch unfassbar wertvoll. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Heilige, das klingt ein bisschen eigenartig, damit ist einfach gemeint, für ihn unfassbar wichtige Menschen, die er sich handverlesen hat, das bist du doch. Und deshalb, kleide dich nicht in einen Panzer von Kälte und Grandiosität, sondern kleide dich mit aufrichtigen Erbarmen. Erbarmen heißt, dass du nicht alles bitter zurückzahlen musst. Kleide dich ein mit Güte, dass du herzlich bist. Kleide dich, umhülle dich mit Demut. Zieh Demut wie ein Gewand an, mit Milde, mit Geduld. Der Punkt ist nicht, dass Gott sich bedroht fühlt, wenn du zu groß bist. Keine Sorge, du wirst ihm nicht zur Gefahr. Er fühlt sich nicht zu groß. Er fühlt sich nicht bedroht, sondern Stolz ist Unfrieden. Stolz ist Feindschaft. Stolz ist Einsamkeit. Stolz ist Kälte. Stolz ist unfassbar anstrengend. Weil dieses falsche Bild aufrechtzuerhalten, macht dich so unnahbar und so unberührbar und so komisch. Und es ist so anstrengend. Und deswegen sagt Jesus, kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Er sagt nicht, kommt zu mir und ich gebe euch noch mehr religiösen Stress, den du nie schaffen wirst. Es gibt so viele Fehlformen. Es gibt immer Fehlformen. Aber das ist das Original, was Jesus sagt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das heißt, er sagt, geht in meine Schule. Das Joch aufnehmen, das war ein bildhaftes Wort dafür, dass du bei einem Rabbi in die Schule gegangen bist. Einem Lehrer. Jesus sagt, nimm mich als deinen Coach. Nimm mich als deinen spirituellen Lehrer. Ahme mich nach, lerne von dem, wie ich gelernt habe. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Diese zwei Worte, gütig und von Herzen demütig, sind die einzigen Adjektive, die Jesus für sich selber gebraucht. Jesus sagt nie, ich bin liebevoll und aufrichtig. Jesus sagt nie, ich bin gut aussehend und ungebildet. Oder nie, es gibt es nirgends. In den überlieferten Worten von Jesus gibt es kein Adjektiv, das er für sich verwendet, außer diese zwei. Und das sagt was. Egal, was dein Bild von Jesus ist, dass er es vielleicht so war, das ist vielleicht nur deine Einbildung. Das, was er von sich selber sagt, ist, ich bin gütig. Ich habe nicht diese Härte, ich habe nicht so was Scharfes, ich habe nicht so was Verurteilendes, sondern ich bin weit in meinem Herzen, das heißt, es ist gütig zu sein. Und ich bin demütig. Wie krass. Gott ist demütig? Ja, Gott ist demütig. Und die Folge davon ist interessant. Und er sagt, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. In der Demut, in diesem, ich muss nichts mehr Gott vormachen, weil ich bin geliebt von ihm, auch in meinen Abgründen, auch in meinem ganzen, in meinem Mist. Und ich muss mich nicht mehr immer beweisen und durchsetzen, dass alle sehen, wie toll ich bin. In dem ist Ruhe für eure Seele. Das, was dir die Kraft kostet, das, was dich anstrengt, war dieses Geifern nach Erfolg. Und ihr Lieben, es ist tatsächlich so, dass manchmal Gott schwierige Situationen verwendet, um durch diesen Panzer durchzubrechen. So ist es zum Beispiel dem Paulus gegangen. Der war ja so ein wirklich berühmter Mann. Also das muss man sich heute vorstellen, wie wirklich jemand aus der High Society, aus der Prominenz, wenn der aus dem ganzen Ding aussteigt und sagt, er geht ins Kloster oder so. Also ähnlich noch radikaler. Der Paulus war ja einer, der Christen verfolgt hat und ein Gelehrter und so. Und der hatte eine Erfahrung, dass buchstäblich Gott ihn von seinem Reittier runterschmeißt und sein Lebenskonzept zerbricht. Und dann war der auch unfassbar intelligent. Ich meine, der hat solche Briefe wie den vorher Gelesenen da geschrieben. Und an einer Stelle schreibt der Paulus, ich habe von Gott so unfassbare Einsichten und Visionen bekommen, dass Gott erlaubt hat, dass ich in meinem Leben mit einer Sache zu kämpfen habe, die mich echt viel Kraft kostet. Da habe ich zu Gott gebetet, bitte, wir wissen nicht, was es ist. Er sagt, es ist ein Stachel im Fleisch. Genau. Und ich habe Gott gebetet, nimm das weg. Und Gott hat gesagt, nee, das tue ich nicht.
denn meine Kraft genügt dir, denn sie wird vollendet, wenn du schwach bist. Und dann sagt Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das heißt, der Paulus sagt manchmal, in seinem Leben hat Gott was erlaubt, was eigentlich demütigend ist für ihn, um ihn an diesem Punkt der Berührbarkeit zu halten. Und das ist wichtig, dass du es verstehst. Wenn Gott erlaubt, dass du gedemütigt wirst, dann nicht, um dich in die Pfanne zu hauen oder weil du nichts wert bist, sondern um dich, um zu verhindern, dass du dich verrennst in deiner Überheblichkeit und deiner Großartigkeit und dass du für ihn nahbar bleibst. Für ihn ist es viel wichtiger, dass er in einem engen Kontakt mit dir bleibt, als dass du äußerlich alles schaffst. Sonst hätte er zu Paulus gesagt, ja klar, nehme ich dir deinen Stachel aus dem Fleisch weg. Und auch die ganze Geschichte des Volkes Israel, diese Geschichten wie Josef im alten Ägypten, sind voll mit solchen Geschichten, wo Leute echt auch durch tiefe Täler gehen müssen und durch ganz schön viel Mist, wo du denkst, warum eigentlich? Was sagen kann Gott, wie fies von dir, wenn du so mit deinen Freunden umgehst, sagt Teresa von Avila, wenn du so mit deinen Freunden umgehst, Gott, kein Wunder, dass du so wenige hast. Also manchmal kann man sich ja so fühlen und immer wieder gehen diese Geschichten so aus, nee, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Also wer da mitgeht, so, der wird erhöht und bei wem war es denn so? Bei wem war es denn so? Es war bei Jesus so. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein soll, und entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Philipper 2, sein Leben war das eines Menschen, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist der tiefste Abstieg, der absolute Verbrechertod, buchstäblich an einer Müllhalde zu Tode gefoltert zu werden. Wirklich der freiwillige Abstieg, nicht um Gott durch Leiden was zu bezahlen, sondern weil das ist, was die Liebe tut. Die Liebe ist demütig, die Liebe hält nicht fest an ihrem, die Liebe gibt. Die Liebe ist bereit zu dienen. Und dann bleibt es aber nicht da stehen, sondern deshalb hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesus und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt eine Stelle im letzten Buch der Bibel, das ist die sogenannte Offenbarung des Johannes, wo der Johannes so den Himmel offen sieht und alles, Engel und naja, alles, was da so ist. Und dann ist wie im Kapitel 4 und im Kapitel 5 ist so die Frage, okay, wer kann das Siegel brechen und diese Schriftrolle lesen. Also es ist bildhaft für, wer hat den Einblick in die Weisheit der Welt? Wer kann Herrscher des Universums sein? Wer ist würdig, dass er irgendwie diesen Platz einnimmt? Und alle sagen, boah, keine Ahnung, wir auch nicht. Und dann sagt der Johannes auf einmal, und dann sah ich ein Lamm, das wie geschlachtet war. Das ist symbolisch für Jesus. Das Lamm ist so das doofste Tier, das du dir vorstellen kannst. Das ist echt, das ist so ein Herdentier und das ist, dann machst du halt Wolle damit und dann am Schluss wird es geschlachtet. Und gleichzeitig war es das Opfertier im Alten Testament. Und über Jesus wurde gesagt, dass er das Lamm Gottes ist. Das trägt, das hinwegnimmt die Schuld von anderen. Die Zeche, die andere geprellt haben. Den Mist, den andere verbockt haben, nimmt er auf sich. Und auf einmal sieht Johannes, wie der Himmel offen ist. Und dieses Lamm, das geschlachtet ist, wird gekrönt. Und ihm wird alle Ehre und Herrschaft zu Füßen gelegt. Und dann sagen alle im Himmel, auf der Erde, würdig ist das Lamm. Macht, Ehre, Weisheit und Ruhm zu empfangen, denn es wurde geschlachtet und hat mit seinem Blut Menschen für Gott erworben. Ihr Lieben, das ist unsere Geschichte. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich erniedrigt, wird erhöht. Und der, der sich am höchsten überhaupt je erhoben wusste und am tiefsten überhaupt je freiwillig erniedrigt hat, wurde erhöht zum höchsten Namen. Das ist dieser Messias, dem wir folgen und das ist der tiefste Grund, warum Demut schön ist, warum Demut sinnvoll ist, warum Stolz so nicht zu uns gehört, so falsch ist, so überflüssig ist, so unnütz ist. Höchste Zeit, aus dem Stolz auszubrechen und sich einzuhüllen in einen Mantel von
Demut und ein Leben lang in diese Schule zu gehen, die eine Schule der Liebe ist, weil wir angenommen sind, weil wir geliebt sind, weil wir Bestätigung haben und nicht mehr danach geifern müssen. Ich glaube, das wäre ein guter Punkt, wo wir beten.